willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich mal wieder Häuser bewerten. Und ja, auf jeden Fall fehlt mir gerade gar kein Ei. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Anfragen wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, auf jeden Fall nehme ich einfach mal JHDCOCGYSKZ. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. So, wir sind jetzt bei ihr. Und ich sage jetzt mal Hi. Soll ich dein Haus bewerten? Jetzt hat sie schon, oh mein Gott, Hi geschrieben. Ja, bitte. Okay. Und ja, auf jeden Fall hat sie den Boden hier in dem gemütlichen Grauen. Nur ein dunkelgrau. Und die Wände sind schwarz. Hier hat sie auf jeden Fall zwei Fenster. Da hat sie ein paar Bäume. Hier hat sie auf jeden Fall einen Kamin. Und da hat sie auf jeden Fall auch nochmal so eine schwarze Wand mit so einer weißen Platte drauf. Hier hat sie auf jeden Fall so ein Sofa in so grau. Da ist eine Lampe. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Spiegel. Und darüber steht Rose Army. Hier hat sie auf jeden Fall einen grauen Teppich. Und dann hat sie hier auf jeden Fall ganz viele Säulen. Da hat sie auf jeden Fall zwei Bäume. Hier sind auch nochmal richtig viele Bäume. Und da ist auf jeden Fall so Wasser. Hier haben wir auf jeden Fall ein Regal mit einem Pinguin drauf, ein paar Bäumen. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Flaschen, ein paar Bücher und auch so eine Pflanze und ein Glas. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier hat sie den Boden auf jeden Fall grau und da sind auf jeden Fall so welche Teppiche. Die Wände hat sie auf jeden Fall weiß. Da ist ein Regal in schwarz. Hier haben wir auf jeden Fall drei Fenster, die so schwarz sind. Hier ist eine Badewanne und da haben wir auf jeden Fall noch ein Schild. Hier ist auf jeden Fall noch ein paar Bäume und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal so ein Regal mit Flaschen und Büchern drauf. Hier haben wir wieder ein paar Bäume, da ist eine Schüssel und da ist ein Pinguin. Hier haben wir nochmal einen Baum, hier ist eine Toilette und dann wieder einen Baum, also echt so schönes Haus. So, okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Hier ist der Boden auf jeden Fall auch schwarz und die Wände sind schwarz und da weiß. Und da ist auf jeden Fall auch noch so ein bisschen diese Schilder. Hier haben wir auf jeden Fall direkt so einen richtig großen Fernseher. Und da haben wir auf jeden Fall ganz viele Kerzen. Hier sind ein paar Bücher, ein paar Bäume, eine Pflanze. Da haben wir ein paar Flaschen, Bücher wieder und ein Pinguin und eine Flasche. Hier haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Wiese da. Hier haben wir eine Couch, einen Sessel. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Tisch mit einem Buch und einer Kerze drauf. So, hier haben wir auf jeden Fall zwei Sitze. Und hier haben wir den Boden weiß und die Wände sind so grau. Hier haben wir ganz viele Schränke in Grau und da oben auch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Mikrowelle. Da ist ein Waschbecken, hier ist ein Ofen, ein blaues Buch, ein Kühlschrank, ein paar Tassen, zwei Bücher, ein Pinguin, also eine Pinguinlampe, eine Kerze und noch ein paar Flaschen. So, hier haben wir einen richtig großen Esstisch mit ganz vielen Stühlen. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Teller und ein paar Schüsseln. Und da haben wir auf jeden Fall dann auch nochmal so welche zwei Lampen. Hier haben wir ein paar Regale und die sind auf jeden Fall mit Flaschen und Büchern und Bäumen geschmückt. So, hier haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Lagerraum, glaube ich. Sie hat geschrieben, du bist die Beste. Danke. Hier haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Schränke. Da ist Brot. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Kiste mit einer Blume drinne, Ketchup und Mayo. Hier haben wir auf jeden Fall noch so ein paar Tassen. Hier haben wir ein paar Flaschen und ein paar Gläser. Ach du meine Güte. Also hier hat sie auf jeden Fall ganz, ganz viele Löffel. Sieht das jetzt irgendwie so aus? Hier haben wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Bäume. Hier ist der Boden auf jeden Fall grün mit ganz vielen Steinen. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Weg, wo man so laufen kann. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Liegen und da haben wir ganz viele Bäume. Da steht Welcome. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Tische mit Stühlen. Und da ist auf jeden Fall auch noch so ein Pool. Hier haben wir ein paar Säulen. Und da ist der Boden auf jeden Fall auch grün. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. So. Hier haben wir den Boden weiß und die Wände grau. Und hier haben wir auf jeden Fall ganz viele Teppiche in schwarz. Dann haben wir hier auf jeden Fall so einen Sessel. Hier haben wir zwei Tische. Da ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Sitzplatz. Hier haben wir ein paar Kamine. Und da ist auf jeden Fall auch noch ein Fernseher. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so eine Lampe. Und da sind auch nochmal Bäume. Und hier haben wir auf jeden Fall so ein paar Sitzplätze. Und hier können wir auf jeden Fall Donuts essen. Hier haben wir wieder ein paar Schränke in weiß. Da ist ein Buch. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Tassen. Da sind Bücher, Flaschen und auf jeden Fall noch ein Pinguin. Hier ist ein Waschbecken und da ist ein Fenster. So. Hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Zimmer für die Pets. Da haben wir ein Körbchen auf jeden Fall so in blau und da ist ein Körbchen in rosa. Hier haben wir Trinken und Essen für die Pets. Da ist so ein rosaner Teppich. Hier haben wir wieder Essen und Trinken. Und da haben wir ein paar Badewannen für die Pets. Okay, hier ist der Boden auf jeden Fall weiß und die Wände sind auch weiß. Da haben wir auf jeden Fall eine Pflanze. Hier haben wir ganz viele Bäume. Dann haben wir da auf jeden Fall so einen Tisch, ein paar Sitzplätze. Hier haben wir auf jeden Fall ein Sofa in grau. Und da ist auch nochmal eine Pflanze. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal nach oben. Hier sind auch nochmal richtig viele Bäume und da auch mit ein paar Pinguinen sogar drin. Hier haben wir auch nochmal richtig viele Bäume und Schilder. Und hier ist auf jeden Fall auch noch so ein Kamin mit den Pinguinen drauf. Hier haben wir auf jeden Fall den Teppich so in grau. So. Ach du meine Güte. Hier ist der Boden auf jeden Fall auch in dem gemütlichen Grau, nur ein dunkelgrau.
Da haben wir auf jeden Fall zwei Kamine, ganz viele Lichter. Hier haben wir ein paar Schilder, ganz viele Bäume auf jeden Fall. Hier haben wir so ein kleines Tisch mit ein paar Büchern drauf. Und da sind auch nochmal richtig viele Bücher. Da haben wir eine Kerze, hier ist ein Sofa, da ist ein Bett. Und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein Buch. So, hier haben wir einen Schreibtisch mit Büchern und Flaschen drauf. Da haben wir noch ein paar Pinguine und ein Regal. Auch nochmal ein paar Bäumen. Da haben wir auch nochmal einen Baum und ganz viele Kerzen. So, hier ist auch nochmal ein Tisch mit so zwei Stühlen. Und da haben wir auch ganz viele Bäume mit solchen Spiegeln. Und ganz viel Licht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Fernseher, in weiß sogar mal. Da ist so ein roter Knopf. Und da sind auch nochmal eine Pflanze und ein paar weiße Platten. Mega schön. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ui, das ist auch nochmal ein schönes Zimmer. Hier ist der Boden auch in dem müdigen Grauen und Dunkelgrau. Und die Wände sind so weiß und grau und schwarz. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viele Bäume wieder. Da haben wir auf jeden Fall so ein großes Schild. Hier haben wir auch ein paar Pinguine. Da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein Regal mit Büchern und ein paar Flaschen und Pinguinen. Hier haben wir zwei Betten. Und da haben wir auf jeden Fall wieder so eine Pflanze. Hier haben wir Cute Dreams, steht da. Da haben wir wieder ein paar Bücher und Flaschen und Pinguine. Und hier haben wir wieder das von vorhin. Also das sind wieder so Schlafplätze für die Tiere. Also einmal ein blaues und nochmal ein pinkes. Und das Essen und Trinken für die Pets. Das ist ein Pinguin. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar Steine. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Pinguin, Bäume und auf jeden Fall auch da nochmal ein paar Fenster. So schön. Ich trade sie jetzt mal an. Und ich gebe ihr jetzt sofort mal dieses königliche Ei. Also es ist einfach nur viel zu krass. Okay, ich akzeptiere jetzt mal. So. Sie hat auch akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, auf jeden Fall nehme ich einfach mal rblx-girl an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. So, okay, hier ist sie. Ich sag jetzt mal hi. Sie hat jetzt, oh mein Gott, geschrieben. Soll ich dein Haus bewerten? Fragezeichen. Sie hat jetzt hey auf jeden Fall auch geschrieben. So, mal schauen, was sie jetzt sagt. Ja, gerne. Okay. Und ja, auf jeden Fall, den Boden hat sie hier so in den müdigen Grauen und die Wände sind weiß. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Fenster in schwarz. Da ist ein Sofa in schwarz und hier haben wir ein Hello-Schild. Hier haben wir auf jeden Fall so einen weißen Schrank mit Büchern drauf und da haben wir einen Spiegel mit einem Baum und so einen Schlafplatz. So, jetzt gehe ich hier lang. Hier ist der Boden schwarz-weiß kariert und die Wände sind auf jeden Fall weiß mit so welchen Ziegelsteinen. Hier haben wir so ein paar Handtücher und da haben wir auf jeden Fall auch noch so eine Toilette. Hier ist eine Glasscheibe und da haben wir einen Pool. Hier ist wieder eine Glaswand und da haben wir einen Tisch mit Bäumen drauf und einem Spiegel. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier ist der Boden auf jeden Fall auch schwarz und die Wände sind wieder so weiß mit diesen Ziegelsteinen. Oh mein Gott, ich heule. Oh. Hier haben wir eine schwarze Couch und da haben wir so einen grauen Teppich. Hier haben wir so einen Fernseher in schwarz, zwei Fenster. Hier haben wir dann auf jeden Fall auch noch so eine richtig große Säule und da haben wir so einen Kamin. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Piano und da haben wir einen Geldbaum. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Ding, wo man Leuten Rechte machen kann. Und hier haben wir zwei Glaswände. Da haben wir einen weißen Teppich und hier haben wir ganz, ganz viele Schränke auf jeden Fall in Grau. Hier haben wir auf jeden Fall ein Waschbecken, einen Ofen und auf jeden Fall noch einen Kühlschrank. So. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal so einen Tisch. Und da ist auf jeden Fall so eine Kasse. Hier haben wir ein Hello-Schild und zwei Fenster in Blau. Jetzt gehen wir mal hier runter. Hier sind die Wände auf jeden Fall jetzt grau mit grauen Punkten. Und hier ist der Boden jetzt weiß mit diesen Ziegelsteinen. Hier haben wir einen Stuhl. Und da haben wir auf jeden Fall ganz viele Muscheln. Hier haben wir auch noch einen Baum. Und da haben wir auf jeden Fall auch noch so einen pinken Teppich. Und da ist ein Pool. So. Jetzt gehe ich direkt mal nach da oben. Also hier ist der Boden auf jeden Fall in dem gemütlichen Grauen. Und da hat sie ein paar Fenster. Hier steht Room for Pets. So. Hier hat sie den Boden auch in dem gemütlichen Grauen. Und die Wände sind hier auf jeden Fall so weiß mit ein paar Dinos drauf. Princess steht da auf jeden Fall auch nochmal. Hier haben wir auf jeden Fall eine Badewanne in so lila. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Spiegel. Und da haben wir einen Tisch mit so einer Blume drauf. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so eine Glaswand. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Knochen. Der ist auf jeden Fall so lila. Da haben wir auf jeden Fall auch noch so ein Babybett und da auch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Da haben wir auch nochmal so eine Glaswand. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Luftballons. Da ist ein Fenster. Hier haben wir Essen und Trinken für die Pets. Und da ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Katzenteppich in lila. So. Hier haben wir auf jeden Fall so weiße zwei Fenster. Und hier ist der Boden auch in dem gemütlichen Grauen. Die Wände sind grau mit grauen Punkten. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal so einen Tisch mit so ein paar Bäumen drauf, die so pink und lila sind. Hier haben wir einen lilanen Sessel. Und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal so ein Fenster. Da auch. Hier haben wir einen Schminktisch. Und da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Teppich. Da ist auf jeden Fall ein Bett. Und hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine Lampe. Da haben wir ein paar Fenster. Da ist auch nochmal ein Fenster. Hier ist ein Stern. Und da sind auf jeden Fall auch nochmal ein paar Klamotten. Und ja, genau, auf jeden Fall werde ich sie jetzt mal antraden. So. Ich finde ihr Haus eigentlich ganz schön. Und ja, auf jeden Fall werde ich ihr das Pet ergeben. So. Sehr akzeptiert. Und ich auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei den Anfragen.
Und ja, auf jeden Fall nehme ich einfach mal RBLX-Suchti an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. So, hier ist sie. Und ja, ich schreibe jetzt auch direkt mal. Hi. Hey Lara, soll ich dein Haus bewerten? So, ich habe sie jetzt gefragt, ob ich ihr Haus bewerten soll. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Ja. Und ja, ich werde jetzt nachher rennen. Okay, Leute, ich bin jetzt bei ihrem Haus. Und ja, auf jeden Fall hat sie den Boden so Holz. Und die Wände sind schwarz. Hier hat sie zwei Fenster. Und da haben wir auf jeden Fall welche zwei gelandet. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Lampe. Und dann haben wir hier den Boden auf jeden Fall auch Holz. Und die Wände sind auf jeden Fall so blau. Hier haben wir so ein paar Fenster. Und da ist ein Pool. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so zwei Liegen. Also so eine blaue und eine schwarze. Hier haben wir einen Stern. Da sind auch nochmal Fenster. So. Hier hat sie den Boden schwarz-weiß kariert. Und die Wände sind schwarz. Hier haben wir ein paar Schränke in schwarz. Und da ist so ein dunkelblau. Hier haben wir so zwei Gläser in so braun. Und da haben wir auf jeden Fall nochmal so ein Handtuch. Hier haben wir einen Spiegel, da eine Toilette und da ein Baum. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Hier ist der Boden auf jeden Fall auch so dunkelblau und da innen drin ist so schwarz. Hier haben wir auf jeden Fall, ich glaube, das soll ein Tisch werden. Und dann haben wir da auf jeden Fall auch nochmal so ein Glas. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Schränke in grau. Und da haben wir auf jeden Fall so ein Waschbecken. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so einen Kühlschrank. Und da ist auf jeden Fall ein Ofen mit einer Mikrowelle. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein Fenster und da ist eine Teddykiste. So, hier sind auch nochmal Fenster. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch. So, hier ist der Boden auf jeden Fall auch so blau und da innen drin ist so schwarz. Dann haben wir da auf jeden Fall wieder so eine Hundelampe. Und da ist auf jeden Fall so ein Tisch in braun. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Laptop. Da haben wir ein blaues Buch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Lampe. Und da haben wir zwei Sitzplätze. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier ist der Boden auf jeden Fall so in dem gemütlichen Grauen. Und die Wände sind auf jeden Fall so weiß-blau gestreift. Hier haben wir zwei Fenster. Da haben wir ein Babybettchen. Und da hinten ist wieder so eine Lampe. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier ist der Boden auf jeden Fall in dem gemütlichen Grauen, nur ein dunkelgrau. Und die Wände sind auf jeden Fall so blau. Hier haben wir auf jeden Fall ein Fenster. Und da haben wir so etwas zu essen für die Pets. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Körbchen für die Pets in so pink. Und da ist eine Badewanne. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Lampe. Hier haben wir den Boden auf jeden Fall auch in dem gemütlichen Grauen. Und die Wände sind grau mit grauen Punkten. Hier haben wir einen Spiegel. Da haben wir auf jeden Fall so einen Schminktisch. Hier haben wir eine Hundelampe. Und da haben wir auf jeden Fall zwei Duschen. Hier haben wir auf jeden Fall so zwei Bäume. Und da haben wir auf jeden Fall so ein Herz. So. Hier ist der Boden auf jeden Fall auch in diesem dunkelblau und da innen drin ist so schwarz. Die Wände sind schwarz. Da sind zwei Fenster. Hier haben wir auf jeden Fall so Sitzsack in grün. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Blumen. Da haben wir auf jeden Fall auch noch so einen Fernseher. Hier ist ein Schild. Da haben wir auf jeden Fall ein Fenster. Und dann haben wir hier eine Treppe. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Kiste mit Teddys. Da ist auf jeden Fall so ein Stern in pink. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so einen Schlafplatz für die Mama. Und da einen Schlafplatz für die Pets. Und ja, ich trade sie jetzt mal an. Und ja, ich gebe ihr auf jeden Fall da das Cracked Egg. So. Ich habe akzeptiert. Und sie auch. Und ja, ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diesen Delfin hier. Was nimmt es einfach? Hashtag Delfin in die Kommentare zu schreiben. Dann würde ich auslosen, dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinn vom letzten Video. Okay, Leute. Ich habe jetzt Hashtag Tukan hingeschrieben. Und ja, gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist... Jakubovic Rejan. Und ja, ich suche ihn jetzt mal. Okay, Leute, hier ist er. Und ja, ich schreibe ihm jetzt mal. Du hast den Tukan gewonnen. Wie ist dein Username? Fragezeichen. Okay, Leute, ich habe ihm das jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.